Was geht ab, meine Hosefighter, Hoserio? Und heute schauen wir uns mal ein Free-to-Play-Team an, nämlich das Free-to-Play-Team der Pure Saiyans, denn auf Global kam ja kürzlich erst der beste Free-to-Play-Leader der Pure Saiyans. Es ist nämlich der Prime Battle Vegeta. Er gibt der Pure Saiyans Kategorie Ki plus 3 HP, Attack und F 70%. Aber außerhalb davon gab es auch kürzlich erst drei sehr, sehr gute Charaktere. Sehr gute Free-to-Play-Charaktere für die Pure Saiyans, nämlich der in Super Saiyan Broly aus dem Dragon Ball Super Broly Film und die zwei Isei-Charaktere, Isei Goku Blue und Isei Vegeta Blue. Und die machen wirklich gut was aus für dieses Free-to-Play-Team. Auf der anderen Seite vielleicht zur Frage, wozu braucht man Free-to-Play-Team? Und mit Free-to-Play-Freunde meine ich wirklich Free-to-Play, Free-to-Play. Also Prime Battle Charaktere, also Charaktere, die aus einer Stage droppen, die man für Prime Battles nutzen kann. Wie zum Beispiel das Prime Battle aktuell auf Global für eben den Prime Battle Vegeta, denn dort darf man ja nur Charaktere mitnehmen, die Free-to-Play aus einer Stage gedroppt sind. Und darum geht es mir in diesem Free-to-Play-Team. Eigentlich könnte man noch andere Charaktere reinnehmen, die Free-to-Play sind, aber die gehören dann nicht zur Kategorie, dass die aus einer Stage gedroppt sind. Wie zum Beispiel der LR Goku, 1000 LR Goku. Außerhalb davon, wie gesagt, zum Beispiel solche Free-to-Play-Teams kann man nutzen für Prime-Battles. Wie gesagt, sei es für zukünftige oder für solche, die gerade online sind, so wie zum Beispiel das neueste auf Global von Prime Battle Vegeta. Logo, für ihn grindet man ja, also ihn als Seeder kann man ja nicht nehmen, weil wenn man für ihn grindet, dann hat man ihn ja noch nicht, es sei denn, ihr grindet für einen Zeiten. Aber es gibt noch ein, zwei alternative Free-to-Play-Pure Saiyans-Leader, die ich euch gleich zeigen werde. Mein Team, was ich bisher so für so Prime-Battles benutzt habe, war das Free-to-Play-Ginyu-Team. Natürlich kann man Ginyu nicht mitnehmen, aber, weil Ginyu ist ja auch zwar ein Free-to-Play-Charakter, Electek Ginyu, aber der ist nicht aus einer Stage gedroppt. Man nimmt aber daher zum Beispiel den Planet Namek-Saga-Leader Gohan oder in Zukunft kann man natürlich dann den Dragon Ball Seeker, Free-to-Play, Elegook und Arale als Leader nehmen, denn die ganze Ginyu-Force ist sowohl in Planet Namek-Saga-Kategorie als auch in Dragon Ball Seekers. Und mein Team für das Prime Battle, mit dem ich quasi den Prime Battle Vegeta erfarmt habe, war dieses. Und dieses Team ist auch wirklich sehr gut, Freunde. Also das ist jetzt nicht komplett ein Free-to-Play-Ginyu-Force-Team, sondern ich habe auch den Isei Piccolo reingeklatscht, Logo ergötzt den Planet Namek-Saga, nur rein damit und ein paar Ginyu-Force-Charaktere und Elle Freezy, den ich auch benutzt habe. Das Team funktioniert auch 1A, so ist nicht. Also Free-to-Play-Teams primär nutzt man eigentlich, wirklich Free-to-Play-Teams für die Prime-Battle-Events, sag ich mal. Aber solche Free-to-Play-Teams können auch Dokken-Events schaffen. Dieses hier wahrscheinlich, also haben wir mal damals getestet, nicht alle, zumal nicht die neuen, aber die älteren schon. Heißt, wenn ihr vielleicht mal neu angefangen habt und ihr könnt euch zumindest so ein Free-to-Play-Team holen, dann, und das hilft euch dann, um quasi die Medaillen für den einen oder anderen Charakter zu holen, dann sind solche Free-to-Play-Teams gar nicht mal so schlecht. Aber ich sag folgendes, das Free-to-Play-Team der Pure Saiyans, das sind eben diese, ich sag mal, die drei Charaktere, die ihr seht, ich werde gleich drauf eingehen, der in Super Saiyan Broly, Goku Blue und Vegeta Blue, die sind leicht zu erfarmen und die sind wirklich sehr, sehr gut. Jetzt müsste jetzt Vegeta und Goku nicht unbedingt Isei Awaked sein, wenn man das einfach nicht schafft als Anfänger, auch nicht schlimm, auch nicht Isei Awaked, machen sie ihren Job auf jeden Fall solide. Und die drei sind auf jeden Fall schon mal im Stammkader, heißt, ihr habt drei andere Charaktere, die ihr nutzen könnt für ein Free-to-Play Pure Saiyans Team. Logo, den besten Leader habe ich jetzt auch am Start, Vegeta, Prime Battle Vegeta, den nehme ich mit. Der linkt sich auch gut mit Broly in der Rotation, sie haben Super Saiyan, Shattering Limit und Prodigies, weil unser Boy Free-to-Play Prime Battle Vegeta hat ja kein Prepare for Battle, er hat nur was Keylinks jetzt gibt, Royal Lineage, Golden Warrior, jeweils Key plus 1 und Shattering Limits in Key plus 2. Aber alternative Free-to-Play Pure Saiyans Leader wäre zum Beispiel dieser Kalten Goku, Freunde, er gibt nur der Pure Saiyans Kategorie Key plus 2 HP, Attack und F 30%, kann man trotzdem nutzen. Ich denke, trotzdem kann man dann, also hätte ich jetzt zum Beispiel den Prime Battle Vegeta nicht und ich will ihn grinden, dann könnte ich den Goku als Leader nehmen vorerst, um seine Medaillen zu grinden, dann würde ich auch einfach einen anderen Pure Saiyans Free-to-Play Charakter reinklatschen und ich würde das Prime Battle sicherlich schaffen, also da liegt die Schwierigkeit nicht. Es gibt, man könnte auch vorerst die Teo-Version wählen als Leader, für die 77 Medaillen, wenn ihr die farmen wollt, für den LR Prime Battle Vegeta und so und so fort, Freunde. Ich denke, das habt ihr gecheckt mit den Liedern. Das sind so alternative Pure Saiyans Leader zum Beispiel. Free-to-Play Pure Saiyans Leader, sag ich mal. Auf der anderen Seite gibt es aber noch andere Free-to-Play Pure Saiyans Charaktere, die auf jeden Fall auch eine Berechtigung haben. Zum Beispiel könnte man die Free-to-Play Pure Saiyans nehmen aus dem Tournament of Power Arc oder Universal Saga Arc, sei es Kaba, Shen Khalifa oder Super Saiyan Psycheel. Die drei waren auch auf jeden Fall gut. Oder Uigoku zum Beispiel, den physischen. Die vier haben auch wirklich sehr gut funktioniert zusammen, denn sie hatten so eine Passive, da müsste, beziehungsweise sie hatten einen Vorteil daran, wenn ein Universal Saga Charakter im Team war, dann haben sie einen Boost bekommen. Aber ich sag mal, seit der Einführung eben
Das ist dann noch hier der Friedrich Urigoku und Super Saiyan 2 Inkale, wenn ich sie euch noch zeigen darf, so spontan. Wenn ihr Free-to-Play-Charaktere für die Pre-Saints könnt ihr uns es gerne wissen lassen, Freunde. Vielleicht habe ich den einen oder anderen natürlich, ja, hier an der Stelle nicht gezeigt. Jedenfalls, aber nachdem eben diese drei aus dem Dragon Ball Super Heroes Film, Dragon Ball Super Broly Film hinzugefügt wurden, da ist es einfach nur ein Muss, die zu haben. Und deswegen muss man Carbon so nicht unbedingt spielen, weil da sind ja nicht so viele Universe Survival Charaktere im Team vertreten. Das Team wird folgendermaßen bei mir aussehen. Nicht wundern, Freunde. Das Showcase werde ich gleich auf JP machen, weil dort habe ich alle Charaktere easy awake auf 100% etc. Ich wollte euch nur kurz zeigen, die Rotation in dem Free-to-Play-Team, meiner Meinung nach, die wirklich gut wäre, ist eben Primetime Vegeta mit dem in Super Saiyan Broly und die zwei easy Charaktere Logo. Und dann habe ich einfach zwei random noch Free-to-Play Pure Saiyans Charaktere mitgenommen, die ich bei mir gut sind, sage ich mal. Zum einen habe ich den Angel Goku. Freunde, der Angel Goku, wie ihr ihn genau bekommt, ich habe dazu damals ein Video gemacht, da ging es darum, wie man die SA von dem Dokkan Festival Angel Goku erhöht. Das war mit diesem Angel Goku und da gehe ich aber auch drauf ein, wie man diesen Angel Goku farmt und ob es sich lohnt. Der ist auch gar nicht mal so schlecht, aber links ist ein bisschen eigen, sage ich mal, er hat Over the Flash, er hat jetzt kein Shattering Limit oder Prepare for Battle etc. Und deswegen habe ich, weil er Over the Flash hat, zum Beispiel noch den mitgenommen. Der hat auch als Free-to-Play-Charakter Over the Flash. Heißt, wenn ihr zum Beispiel den Kalten Goku mit dem Angel Goku Free-to-Play in der Rotation spielt, würde das auch funktionieren wegen Over the Flash. Aber gehen wir mal rüber zu JP, denn auf JP sieht mein Free-to-Play-Team folgendermaßen aus und das Showcase wird sich hier drin, denn hier habe ich alle auf 100% geklatscht. Wie gesagt, die zwei Rotationen mit den Izay-Charakteren, die sind wirklich sehr, sehr gut. 1A, Vegeta und Broly. Und dann habe ich, ja, ich habe die Theo-Version auch auf 100% gebracht, weil ich damals wirklich auf, für einen guten Partner gesucht habe. Jetzt sieht das Ganze ein bisschen anders aus, wenn man Majin Vegeta hat. Für den Primate Vegeta kann man auf jeden Fall spielen. Der Broly ist auch eine gute Option. Jeder andere Charakter, der Shattering Limit Super Saiyan hat, muss man leider Minimum annehmen. Kann man auf jeden Fall mit Vegeta spielen. Aber dann habe ich doch den Füß Urigoku mit reingeklatscht, weil er bei mir auch auf 100% ist. Und dann würde ich sagen, lange geredet, am Ende schnell geredet, springen wir gleich in ein Event rein und gucken uns das Ganze mal an, denn wir gehen, also ich springe jetzt nicht in ein Prime Battle Event ran, weil das Event schafft locker ein Prime Battle, aber ob sie ein Dokkan Event schaffen, vor allem die neuesten, darauf bin ich gespannt. Ich werde aber nicht in das von Broly reingehen, weil in dem von Broly haben Goku Blue und Vegeta Blue Vorteil, also die machen sehr effektiven Schaden, vermehrt Schaden gegen Broly, die werden das easy schaffen. Ich gehe mal in irgendein anderes rein, um zu gucken, ob sie das dann quasi schaffen. Alles klar, und wir sind halt tatsächlich hier dann im neuesten Event auf JP von Kid Goku. Nicht wundern, als Friend habe ich Evo Vegeta, aber mein Team ist da free to play, aber es hindert uns ja nicht daran, in Dokkan Events die richtigen Friends mitzunehmen, die richtigen Leader, in dem Fall den Evo Vegeta, den richtigen Pure Saiyan Leader, sage ich mal. In dem Prime Battle Logo, da nehmt ihr Prime Battle Elle Vegeta, und in dem Prime Battle bin ich ehrlich, Freunde, mit diesem Free to Play Pure Saiyan Team, das schafft ihr easy, die Prime Battles, sei es die jetzigen oder die zukünftigen, weil das Team ist wirklich sehr, sehr gut. Aber in Dokkan Events hindert es uns nicht daran, den Friend auch als den richtigen Leader zu nehmen, sage ich mal. Ich bin drauf gespannt, das Event sollte machbar sein mit diesem Free to Play Team. Der Vorteil an diesem Free to Play Pure Saiyan Team ist halt die drei Charaktere aus dem Dragon Ball Super Broly Story Event. Ich bin jetzt nicht auf jeden Charakter nochmal einzeln draufgegangen, was sie drauf haben, denn in den einzelnen Videos, als sie rauskamen, haben wir uns alle detailreich angesehen, vor allem Vegeta Blue und Goku Blue Free to Play. Da bekommt ihr alle Informationen dazu, Freunde. Könnt euch die Videos gerne einsehen. Wenn ihr so Videos an sich sucht oder so, dann schreibt am besten in YouTube-Suchleiste, zum Beispiel jetzt in dem Fall Ozeru Free to Play Goku Blue oder Ozeru Free to Play Vegeta Blue, dann solltet ihr Videos dazu finden auf jeden Fall. Genau, weil, ja, wir haben es schon abgedeckt, deswegen bin ich nicht auf die einzelnen rein. Hätte ich einen anderen auf JP, einen anderen Free-to-Play-Charakter außer Urigoku, würde ich den wahrscheinlich rausklatschen, weil der hat kein Shattering Limit, Super Saiyan und so weiter und so fort, aber da bei mir auf 100% war, ich ihn damals auf 100% gebracht habe, ihn geshowcased habe, habe ich ihn einfach mit reingenommen. Wie gesagt, die Hauptrotation, der Broly mit Vegeta ist eine sehr gute Rotation im Free-to-Play-Team und der Goku Blue mit dem Vegeta Blue so oder so, da habe ich einfach nur zwei weitere Free-to-Play-Pure-Saints mitgenommen. Ihr könnt aber, wie gesagt, auch an der Stelle uns wissen lassen, wie euer Free-to-Play-Team aussieht. Welches Free-to-Play-Team nutzt ihr für die Prime-Battles oder auch an sich mal ein Free-to-Play-Team, wo ihr sagt, ey, das ist ein schönes Free-to-Play-Team, und meiner Meinung nach spielt dieses Pure Saiyans ganz oben mit bei den Free-to-Play-Teams, weil sie einfach den Vorteil haben mit diesem Izay Goku und Izay Vegeta. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Und zumal die Dragon Ball Super Broly Charaktere, die sind easy zu farmen. Also aus dem Story-Event, wie gesagt, genau. Und die zwei Vegeta, die ich im Team habe, sind aus dem Prime-Battle, logischerweise. Der Izay Goku aus dem Universe Survival Story-Event. Und das waren eigentlich schon alle Charaktere, richtig, richtig. Genau, Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, könnt ihr den Ganzen auf jeden Fall auch gerne ein Like geben. Und die Charaktere machen den Job auf jeden Fall solide. Wir dürfen nicht vergessen, ein Boost ist 70%, der andere von Vegeta natürlich 130% auf den Angriff, 170% auf Verteidigung und auf HP.
Und die neuesten, mit diesem Team, das ist jetzt so ein Team, so ein Free-to-Play-Team, da bin ich mir sicher, damit schafft man die neuesten Event. Ich bin jetzt nicht in Broly oder so reingegangen, weil bei Broly haben Vegeta und Goku Typenvorteil, die würden das schaffen. Wirklich easy, sag ich mal. Aber, Moment, weil die Sache war ja, ich habe ja damals auch das Free-to-Play... Soll ich mich healen? Ich lasse es mal ganz normal. Vielleicht, natürlich bei so Free-to-Play-Teams. Nutze Items, ja, also tut trotzdem nicht so, ich schaffe das auch ohne Items. Hauptsache ich schaffe das Event, nutze Items. Ich meine, sie nehmen natürlich noch im Schnitt mehr Schaden. Wieso ultest du ihn? Typennachteil. Ah, 109, okay, kann ich mit leben. Jedenfalls, ich habe mir damals auch ein Ginyuforce-Team zum Beispiel vorgestellt oder ein Ginyuforce Survival-Saga Free-to-Play-Team. Mit den Teams war die Sache. Mit den Teams schafft man ältere Dokken-Events auf jeden Fall. Aber die neuesten eher weniger, weil der ihr Damage-Output im Schnitt oder ihre Defensive nicht so gut ist wie die in diesem Free-to-Play-Pure-Saints-Team. Weil die Charaktere, das sind neuere Free-to-Play-Charaktere und diese haben es wirklich in sich. Die sind echt gut. Moment, jetzt machen wir das Ganze mal so. Der sollte besser tanken. Boom. Genau, da hiehe ich mich einfach mal hoch zur Sicherheit. Den Weg dann werde ich rein rausrotieren. Der ist einfach als Leader da. Oben, dann geht's nicht. Aber natürlich könnt ihr den Leader auch in der Rotation nutzen. Mit irgendeinem anderen Charakter dann in dem Fall, der Prepare for Battle Super Saiyan hat. Würde auf jeden Fall reichen mit das Mindeste. Genau. Und mit diesem Free-to-Play Pure Saints Team bin ich mir sicher, schafft man schon einige. Nicht alle. Also, ich habe nicht alle ausprobiert, aber einige der neuen sollte man auf jeden Fall schaffen. Einfach wegen den vier Charakteren, die da drin sind. Wie gesagt, der Leader, Broly, Vegeta Blue und Goku Blue. Und mit dem Team bin ich echt zufrieden, mit dem Free-to-Play Pure Saints Team. Das ist wirklich ein sehr schönes Team. Und die Charaktere haben es halt auch einfach in sich. Das ist echt schön anzusehen. Ja, aber ihr könnt mich auch vielleicht gerne wissen lassen, so Free-to-Play Teams. Zum einen, ich weiß nicht, nutzt ihr Free-to-Play Teams außerhalb von Prime Battles? Wahrscheinlich die Anfänger. Aber auf der anderen Seite frage ich mich halt, wie zugänglich sind solche Free-to-Play Teams für Anfänger? Das von den Ginyuforce Team. By the way, falls ihr euch fragt, wie kriegt man denn eine Ginyuforce Team Free-to-Play? Ich habe dazu auch ein ausführliches Video gemacht, könnt euch gerne ansehen. Aber ich finde, das Ginyuforce Team zu farmen ist auf jeden Fall machbar. Auch für Anfänger, es ist wirklich machbar, man muss sich halt nur ein bisschen dran setzen. Da finde ich aber das Gefarme von den drei Dragon Ball Super Charakteren einfacher auf jeden Fall. Aber da, ja, schätze halt auf der anderen Seite die Frage, hat man ein Team, um die zu farmen? Weil da haben wir die Movie Heroes, Elite, Jobbreak etc. Aber ich denke, das kann man auch auf jeden Fall machen. Also die Dragon Ball Super Broly Charaktere kann man auf jeden Fall auch gut farmen. Die Sache ist, der Leader von dem Ginyuforce Team, also komplett Free-to-Play, wäre dann ja quasi der Planet Namek Saga Gohan. Und bei dem muss man warten, ob sein Issei wieder online ist oder dann mit dem Schlüssel machen etc. etc. Da finde ich die, also wenn man die Pure Saints holt, das finde ich schon auf jeden Fall. Zugänglicher will ich nicht sagen, die sind beide mehr oder weniger gleich zugänglich, aber ich würde sagen, etwas einfacher und du bekommst dafür mehr. Oder sagen wir mal so, vielleicht nicht einfacher sind, sage ich mal, einigen wir uns einfach darauf, dass sie gleich zugänglich sind, aber du bekommst halt mehr, wenn du diese hier farmst, die Pure Saints. Also geht mal vielleicht in eine Kreuzliste her und schaut einfach mal, könnt ihr euch ein Free-to-Play Pure Saints Team bauen, wenn ihr dann noch quasi die drei mitholt oder die vier dann, den Prime Battle Vegeta, Broly, Goku und Vegeta. Wenn ja, würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen für die Zukunft. Und dann machen wir das Ganze mal so. Pop mit King Yamat. Natürlich, wir bekommen viel Schaden. Das ist normal. Wäre auch jetzt quasi erschockend, wenn wir alles wegtanken würden und übertrieben viel Schaden machen würden, weil im Endeffekt sind es auch Free-to-Play-Charaktere und im Endeffekt haben wir einen, die das Geld, der nur 70% gibt. Schaut einfach mal auf eure Charakterliste und wenn ihr eins bauen könnt, würde ich euch eigentlich empfehlen, auch für die Zukunft, für zukünftige Prime Battle Events und so und so fort, ein Free-to-Play Pure Saints Team. Das werdet ihr auf jeden Fall, es wird sehr einfach dann vorhanden gehen in den kommenden Prime Battles, wenn ihr dann mit einem Free-to-Play Pure Saints Team reingeht. Mit dem Ginyuforce Team, wenn ihr schon ein Ginyuforce Team habt, Freunde, wenn ihr schon ein Free-to-Play Team habt, dann müsst ihr sich unbedingt, nur weil ich es gesagt habe, auch ein Free-to-Play Pure Saints Team und so, das soll ich damit nicht sagen. Aber das ist schon ein sehr schönes Free-to-Play Team, meiner Meinung nach. Ihr könnt mich gerne eure Meinung dazu wissen lassen und dann gucken wir mal, dass wir das Ganze jetzt langsam zu Ende bringen. Und ja, so Events mit Free-to-Play-Charakteren, Logo, das ist nur logisch, dass sie etwas länger dauern. Okay, jetzt bekommt ihr da Leid. Ah, oh, jetzt, was ist da los? Da mache ich das Ganze mal so, weil die linken sich ja da schon relativ nett. Der Theo, die Theo-Version und Broly. Ah, jetzt bekommt eine Theo-Version Doka-Mode oder was? Oh, Broly hat wieder. Ah, oh, der hat Leid. Ah, oh, der war da hinten und hat trotzdem nicht die. Oh, eine super Attack bekommen. Egal. Dann gucken wir mal aber jetzt mal, was die Theo-Version an Schaden raushaut. Der wurde gestunt.
Der wurde gestunt. Er hat ihn einfach mit seinem Doka-Mode gestunt. Kid Goku dachte sich, nee, du machst halt gar nichts. Krass, was war das von ihm? By the way, jetzt habe ich es leider am Ende gesagt. Im Dupe-System bin ich bei jedem auf Crit gegangen. Rest Edition Attack. Bei jedem auf Crit, Rest Edition Attack, Freunde. Jetzt haben wir hier unseren Doka-Mode, ja, das ist ja nett. GG. Dann wird er das wahrscheinlich aber auch beenden, um ehrlich zu sein. Bam, genau. Und zwar, ja, also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Free-to-Play-Team, wie gesagt. Na logo, sie bekommen viel Schaden von der Super-Attack, aber Auto-Attacks tanken sie gut. Recht gut. 107.000 Schaden, das ist normal, das ist für ein Free-to-Play-Team immerhin noch. Und außerhalb davon, ja, bleibt mir eigentlich, glaube ich, nichts weiter zu sagen, als dass ich das Team euch auf jeden Fall empfehlen kann. Aber, was mich halt wirklich interessieren würde, weil jetzt, weil bei mir war das nicht so, als ich am Anfang angefangen habe. Da gab es nicht so krasse Free-to-Play-Teams. Anfänger, wenn es Anfänger bei euch gibt, oder gibt es einen da, der neu mit Dokamel angefangen hat, oder seit, sag ich mal, ein paar Monaten, und der hat ein Free-to-Play-Team geholt, um quasi Medaillen zu farmen. Das würde mich wirklich sehr interessieren, weil damals bei uns gab es diese Free-to-Play-Teams nicht. Da müsst ihr auf Teufel komm raus, Stones zerballern, dass ihr mal einen Broly-Event schaffen, tralala. Und jetzt ist das, denke ich, angenehmer. Und falls ihr das gemacht habt, lohnt es sich. Das ist wirklich eine Frage, die mich interessieren würde, dass ihr dann auch quasi für die anderen weitergeben kann. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.